Dritte ist zu Gast bei der Zweitvertretung von VfL 45 Bocholt in schwarzen Trikots und zunächst von rechts nach links. Die erste Halbzeit hat allerdings nicht wirklich viel zu bieten. Wir schauen uns mal die besten Szenen beider Mannschaften an. 45 mit einem Freistoß aus dem Halbfeld. Bimenos mit zwei Ecken von der rechten Seite und von der linken Seite. Aber mit etwas Glück bleibt doch hier der Torwart, der strahlende Sieger. Dann hieß es Pause und Highlight da war die fulminante One-Touch-Fußballshow. Die erste relevante Szene in der zweiten Halbzeit beginnt mit einem Lächeln. Ronny Westhoff beglückwünscht als Vorlagengeber den Torschützen Poldi. Und wie das Tor entstanden ist, das sehen wir hier nach tollem Steilpass von Ronny. Er läuft Poldi in den Ball, geht clever am Keeper vorbei und netzt ein zum 0:1, letztlich auch dem Endstand. Und warum es dieser Endstand war, haben wir insbesondere Christopher Sänger zu verdanken, der in der zweiten Halbzeit die vielen Angriffsbemühungen der 45er zunichte machte und mit tollem Torwartspiel und guten Paraden seinen Kasten sauber hielt. Bedanken können wir uns auch beim Schiedsrichter, der diesen Maradona-Gedächtnisversuch gesehen hat und auch bei Patte. Wir sehen es auch am Gesicht von Christopher. Ja, der hat da was Besonderes gemacht. Was? Das sehen wir hier. Angriff 45, Christopher Sänger zunächst geschlagen, aber Patte auf der Linie klärt. Und wie weh das Ding getan haben muss, das sehen wir nochmal in der Zeitlupe. Denn der satte Schuss abgewehrt mit dem Kehlkopf. Patte, vielen Dank nochmal. Dann war nämlich auch Schluss. Bimenos gewinnt, schmutzig, aber drei Punkte sind drei Punkte.